Hallo Filmfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen DVD und Blu-ray Update von mir. Ja, bei mir hat sich auch wieder ein bisschen was angesammelt. Und kurz bevor wir anfangen, kurz was vorweg, falls irgendwelche komischen Hintergrundgeräusche zu hören sind, das ist mein lieber Vermieter. Der meint jetzt im Erdgeschoss eine Wohnung renovieren zu müssen. Aber nichtsdestotrotz fangen wir am besten an. Einfach das Geräusch ignorieren. Jetzt kann man es gerade hören, das war nicht mein Magen, das war... Ja, wie man es hören kann, er ist immer noch tätig. Ich weiß nicht, es ist jetzt eigentlich Mittagszeit, aber das scheint ihn nicht so groß zu interessieren. Egal, fangen wir an. Es handelt sich um ein paar Serien, teils auf Blu-ray, teils auf DVD und ein paar Filme. Und anfangen möchte ich mit einer Reihe, die ich jetzt endlich komplettiert habe, beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, eine zweite Staffel mehr oder weniger komplettiert habe, und zwar eine sogenannte Heisei-Reihe. Und die Japan-Fans oder die Godzilla-Fans können sich denken, was ich mit Heisei-Reihe meine. Anfangen möchte ich mit Godzilla, die Rückkehr des Monsters von Marketingfilm. Der Film ist ja eigentlich eher so gedacht als ein direktes Sequel zum Original Godzilla aus den 50ern. Und das ist verdammt gut gelungen. Was mir auch gut gefällt, ist das Cover-Artwork. Ich habe diesen Film auch auf VHS allerdings geschnitten. Hier steht auch drauf Director's Cut, das ist die ungeschnittene Fassung. Allerdings sind es nur Dialogszenen, die gekürzt wurden. Also es gibt keine Gewaltszenen oder dergleichen. Es sind eigentlich nur Dialogszenen, die mit etwas, ja, sage ich jetzt mal vorsichtig, schwächeren deutschen Synchro-Leuten neu vertont wurden. Was soll man zu Godzilla groß sagen? Ist eigentlich das, neben King Kong, das bekannteste Filmmonster der Filmgeschichte. Mit der langlebigsten Reihe der Filmgeschichte. Es gibt ja jetzt auch, oder gab ja auch die Millennium-Reihe. Die habe ich auch fast komplett, da fehlt mir eigentlich nur noch einer. Wobei ich sagen muss, die Heisei-Reihe gefällt mir am besten. Da sieht Godzilla schön böse aus. Richtig cool sieht er aus. Die Effekte sind cool. Es ist auch eine... jeder Film baut auf den anderen auf und es kommen auch immer wieder Charaktere in der Reihe vor, die auch schon im Vorgänger zu sehen waren oder in einem anderen Teil der Heisei-Reihe. Und ja, mit der Showa-Reihe, den ja trashigen, quietschbunten Godzilla ist der Retter der Erde Filme, kann ich jetzt nicht mehr so viel damit anfangen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu dämlich, aber... Die Heisei-Reihe, wie gesagt, ist meine Lieblingsreihe. Die Millennium-Reihe ist auch ganz cool. Aber Heisei-Reihe ist einfach geil, wie ich finde. Jetzt habe ich schon 2 Minuten über einen Film gelabert. Weiter geht's mit dem zweiten Teil. Godzilla, der Urgigant, auch von Marketingfilm. Ist ja auf einem Fan-Drehbuch, glaube ich, basiert dieser Film. Und in diesem Film wird auch ein bisschen gesplattert. Also jetzt nicht menschentechnisch gesplattert. Aber hier bekämpfen sich Godzilla und Biollante bis aufs Blut, das kann man wirklich so sagen. Also da spritzt das grüne Blut hier und da, ein Riesenherz platzt auf, wenn Godzilla mit seinem radioaktiven Atem schießt. Und also es ist schon, die Story ist zwar immer seicht und ist ja immer, ja, läuft ja immer aufs Gleiche raus, aber an sich sehr geiler zweiter Teil, Fortsetzung von Die Rückkehr des Monsters. Godzilla sieht hier auch ein bisschen anders aus und auch besser wie in Die Rückkehr des Monsters. Aber passt. Der dritte Teil, Godzilla Duell der Megasaurier, auch von Marketingfilm, ist von der Story her wieder mit Aliens, die angeblich ja Tokio vor Godzilla retten wollen, aber dafür lassen sie in der Vergangenheit, in die sie dann zurückreisen, drei Doratos, drei so Knutsch, so kleine, so, ja, süße kleine Wesen zurück. Und die mutieren dann aufgrund der Atombombe dann eben zu King Ghidorah oder Ghidra, wie er hier in diesem Teil genannt wird. Aber Godzilla ist mitnichten vernichtet worden, er lebt immer noch. Ja, und jetzt lässt man eben beide Monster aufeinander prallen und hofft, dass sie sich gegenseitig vernichten oder eben, ja, dass man sich zumindest nur noch mit einem Monster rumplagen muss. Auch ein ziemlich cooler Teil.
Es dauert ungefähr fast eine Stunde, bis man Godzilla endlich zu Gesicht kriegt. Aber wenn es dann soweit ist, dann Krach, Boom an jeder Ecke. Macht Spaß. Dann kommen wir zu einem weiteren Teil. Die Fortsetzung zu Duell der Megasaurier, Godzilla, Kampf der Sauriermutanten, obwohl es nur einen Sauriermutant gibt und das ist eben Godzilla. Ein Saurierschocker der Superlative. Na, Schocker, was soll das? Hier darf Godzilla gegen Mothra antreten und Batra, glaube ich, heißt das andere Viech. Das ist auch so eine schuppige Riesenmotte. Ist ein bisschen so auf rettet die Erde und rettet den Planeten. Umweltthematik ist ein bisschen von der Thematik her ja, kitschig, aber die Monstereffekte und die Kämpfe untereinander sind wieder klasse. Den Film habe ich auch auf VHS. Genauso wie Duell der Megasaurier habe ich auch noch auf VHS rumliegen. Ja, muss ich mal wieder sehen, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe jetzt nur die ersten drei bisher angeschaut, aber den bis jetzt noch nicht. Dann kommen wir zum letzten Teil der Heisei-Reihe. Es gibt noch zwei weitere, aber die habe ich schon. Deswegen brauche ich sie nicht hier reinhalten. Und zwar Godzilla vs. Destoroyah oder Destroyah, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Der letzte Teil der Heisei-Reihe, in dem es Godzilla wortwörtlich an den Kragen geht, ist auch ziemlich cool. Auch wenn man sich ein bisschen an Godzillas Aussehen gewöhnen muss. Er ist jetzt ja kurz vorm Super-GAU, kurz vorm Explodieren. Er hat rot leuchtende, schuppige Haut. Es ist einfach, ja. Und ab Godzilla vs. Mechagodzilla 2, der nach diesem Teil kam, hat Godzilla auch wieder plötzlich sein Baby da, der allerdings jetzt besser aussieht als zum Beispiel Godzillas Sohn oder so aus der Showa-Reihe. Dieses Wah-Wah, dieses. Ja, Minya oder wie das Vieh heißt, ich weiß es jetzt nicht mehr. Egal. Aber als Abschluss der Heisei-Reihe hat man hier nochmal alles aufgefahren, was es an Special Effects zu bieten gibt und macht Spaß, den Film zu sehen. So, jetzt aber genug von Godzilla. Genug vom großen Grün. Ich habe eine schriftliche Kritik auf Facebook bereits verfasst. Falls die irgendjemand gelesen haben sollte. Viele waren es, glaube ich, noch nicht, aber gut. Lesen und ein Video anschauen sind halt zwei Paar Stiefel. Ein Film, den ich wirklich empfehlen möchte und den ich mir jetzt erst vor kurzem wirklich auch gekauft habe. Ja, das meint mein Vermieter auch, der jetzt rumhämmern muss. So ein Arschloch, ich könnte kotzen, aber egal. Die Rede ist von Quarterman auf der Suche nach dem Schatz der Könige. Ein richtig spaßiges B-Movie. Abenteuer, Schrägstrich, ja, Komödie jetzt nicht, aber hier sind flapsige Sprüche, dank auch der deutschen Synchro an der Tagesordnung. Mit John Rhys-Davies als Gegenspieler von Richard Chamberlain und das ist übrigens Sharon Stone, deren Charakter man eigentlich nach der Hälfte des Films eigentlich gar nicht mehr bräuchte, aber ist egal. Es ist kein Indiana Jones Klon. Quarterman ist ja eine Romanfigur und das. Es gibt auch einen Film, der schon in den 30ern verfilmt wurde, den kenne ich nicht. Ich habe noch einen anderen Quarterman-Film da, der auch sich um König Salomons Diamanten dreht. Der ist allerdings übelst trashig und da tauchen auch Dinosaurier auf. Auch hier kommen am Schluss kurz zwei Monster zum Zuge, die es in der Romanvorlage natürlich gar nicht gibt. Aber naja, die Cannon Group hat zwei Teile gedreht. Das ist der erste Teil. Auf der Suche nach dem Schatz der Könige ist. Wirklich spaßiger, ein spaßiger Film. Übrigens, die DVD von Metro-Goldwyn-Mayer, also die MGM-DVD, ist ungekürzt. Es gibt auch eine Erst-VÖ von MCV oder wie das heißt, keine Ahnung. Die ist geschnitten, also Finger weg von der, was es da zu schneiden gibt. Blödsinn, es ist kein blutiger Film. Es ist ein stinknormaler Abenteuerfilm, der richtig Laune macht und möchte mal eine Empfehlung aussprechen. Ich hatte gehofft, dass der zweite Teil mittlerweile auch schon bei mir angekommen ist, aber nein, der ist noch unterwegs wohl, aber das habe ich über Amazon von einem anderen Händler, das war glaube ich sogar Medimops, für 1,50 € ergattert und bis jetzt ist das Ding noch nicht da, obwohl eine Versandbestätigung raus ist, dass es versandt wurde. Deswegen fehlt er jetzt hier, aber denkt euch den zweiten Teil dazu, aber der war eh schlechter.
Aber um die Reihe zu komplettieren. Gut, machen wir weiter mit den Blu-rays. Jetzt kommen drei Filme, die jeder natürlich kennt. Die Rede ist von Indiana Jones im Steelbook auf Blu-ray. Sind mir jeweils für 10 € ins Auge gestochen beim Mediamarkt damals. Schön verarbeitet. Indiana Jones ist geprägt. Also falls man es sehen kann, ein bisschen. Schönes Steelbook. Ich habe auch den ersten Teil bis jetzt mal angeschaut. Die Qualität der Blu-ray ist auf jeden Fall besser wie auf der DVD. Macht sich schön in meiner Sammlung. Die Disc ist schlicht, aber der Hintergrund ist weiß zu gefallen. Ist cool gemacht. Passt für 10 € pro Blu-ray. Kann man nicht viel falsch machen, auch wenn ich die Collection bereits besitze. Den vierten habe ich nicht mitgenommen. Ich weiß nicht mal, ob es den im Steelbook gibt. Also zumindest von der Reihe hier. Aber den brauche ich auch nicht auf Blu-ray. Ganz ehrlich, da reicht mir die normale DVD-Fassung. Das reicht für diesen Film definitiv. Ja, hier Temple of Doom, Tempel des Todes. Genauso im Steelbook. Schön verarbeitet, wie ich finde. Schön glatt, schön glänzig. Hier auch wieder Indiana Jones geprägt. Bildqualität weiß ich nicht, wahrscheinlich so wie bei Rise of the Lost Ark. Hier haben wir die Loren-Szene. Zum Beispiel, wenn man es sehen kann, es spiegelt jetzt nur ein bisschen. Aber wie gesagt, mit Dr. Jones macht man eh nichts falsch. Der unbestrittene König der Abenteurer und Archäologen, meiner Meinung nach zumindest. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, Last Crusade oder auch Letzte Kreuzzug. Mit Sean Connery als ulkiger Vater von Indiana Jones. Hier dürfen auch die Nazis wieder mitwirken. Und River Phoenix am Anfang als junger Indiana Jones, der ist ja auch viel zu früh von uns gegangen. Leider sieht auch wieder schick aus. Gefällt mir richtig gut. Macht sich schön in meinem Regal. Hier Schloss Brunwald mit Elsa, dieser blöden Hure. Egal. Ja, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Kennt eh jeder die Filme. Aber von der Aufmachung her gefällt es mir sehr gut. Haben ja, glaube ich, auch schon ein paar vorgestellt. Ich weiß es nicht, deswegen brauche ich das jetzt nicht so groß in die Kamera halten. Gut, und jetzt kommen wir zu. Na, bevor wir zu den Serien kommen, habe ich noch zwei Filme. Genau. Machen wir erstmal mit den Filmen weiter, bevor wir zu den Serien kommen. Gone Girl, das perfekte Opfer mit Ben Affleck. Ich weiß nicht, was alle immer gegen Ben Affleck haben. Es ist vielleicht nicht der Mega-Schauspieler, das mag sein. Und vielleicht sind auch seine, ja, Gesichtsmimiken nicht immer perfekt, aber ich habe nichts gegen den Kerl. Absolut nicht. Und er hat auch zu Recht wohl, kann ich jetzt nicht bestätigen, ich habe die Filme nicht gesehen, Oscars eingeheimst auch als Regisseur. Also, ja, kann ich nicht dazu sagen, ob gerechtfertigt oder nicht. Auf jeden Fall Gone Girl. Ich habe damals den Trailer gesehen, er hat mich sehr interessiert. Es geht um Ben Affleck und dessen Frau wird entführt. Und er macht natürlich auch eine große Kampagne, hilft uns, sie zu suchen, nimmt teil an den Suchen. Ja, macht das Ganze auch über Fernsehen publik und mit seinen Schwiegereltern und bla bla bla. Aber irgendwann verdichten sich halt die Verdachtsfälle, dass er was mit dem Verschwinden zu tun hat. Aber das Ganze nimmt dann eine ganz andere Wendung. Also, es ist ein sehr spannender Film, ist glaube ich von David Fincher. Kann das sein? David Fincher? Das einzige Nachteil an dieser Hülle ist einfach der, dass man, ja, der Film ist sogar von David Fincher, dass man hier die DVD so rausholen muss, ist wie so ein Schuber. Gefällt mir jetzt von der Aufmachung jetzt nicht sonderlich, aber naja, gut. Das ist die Blu-ray. Ist schlicht gehalten, aber passt schon. Film hervorragend, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ein spannendes Thriller-Drama. Wie gesagt, Ben Affleck hat mir sehr gut gefallen in der Rolle. Der Film ist genial. Ich habe zwar ein bisschen was anderes gedacht, als ich den Trailer damals gesehen habe, aber das, was mir gezeigt wurde dann, auch wenn es was ganz anderes war, ist trotzdem klasse. Hat mir sehr gut gefallen. Gone Girl. Tja, und dann kommen wir endlich zu zwei Filmen, die endlich mal in meine Sammlung wandern mussten. Ich habe zwar den ersten Teil, glaube ich, lose auf Blu-ray zu meiner PS3 damals mitbekommen. Oder nein, Quatsch, das war zu dem Spiel Ghostbusters. Und wenn ich jetzt schon Ghostbusters sage, kann ich es auch reinhalten.
Ghostbusters 1 und 2 auf Blu-ray. Kult, gar keine Frage. Für mich wird es auch nur 1 und 2 geben. Ich werde mir den dritten definitiv nicht anschauen, weil da alles über den Haufen geworfen wird und plötzlich weibliche Ghostbusters und was soll das? Ich kann verstehen, warum Bill Murray immer gesagt hat, ich will keinen dritten Teil. Ich kann es verstehen. Und nachdem Harold Ramis auch verstorben ist und Rick Moranis auch nicht mehr im Filmbusiness tätig ist und er eben verstorben, das hätte nicht mehr wirklich funktioniert. Also, nee. Also ich belasse es bei 1 und 2. Das reicht mir. Teil 3 kann mir am Arsch, geht mir am Arsch vorbei, brauche ich nicht. Ist sowas von uninteressant. Vor allem, wenn man da das ganze Ghostbusters-Franchise kaputt macht. Es wird natürlich wieder Leute geben, die es geil finden, ich nicht. Also gar kein, nee, interessiert mich nicht. Will ihn auch gar nicht sehen. Ich werde mir vielleicht mal eine Kritik angucken, aber mehr auch nicht. Ich will mir auch den Trailer nicht angucken, ist mir scheißegal. Das sind die Ghostbusters, das sind die richtigen Ghostbusters und somit soll es auch bleiben. Die Discs, ganz schlicht, kein Wendecover, aber das reicht mir vollkommen aus. Den ersten Teil, wie gesagt, habe ich zwar schon. Der war beim Ghostbuster PS3-Spiel dabei. Ja, aber ich dachte mir, wenn schon, dann möchte ich ihn richtig in Hülle haben und ich weiß auch gar nicht, wo ich den hin habe. Also entweder steckt er noch im Spiel mit drin oder ich weiß nicht, wo er ist. Egal. Ghostbusters 1 und 2 gehört als 80er-Fan sowieso in meine Sammlung. Punkt. Und wie gesagt, scheiß auf Teil 3. So, dann kommen wir jetzt zu Serien. Es sind noch vier Serien und dann haben wir es. Zwei auf DVD, zwei auf Blu-ray. Aber wenn wir schon bei Blu-ray sind, dann fangen, machen wir da auch weiter. Game of Thrones, die komplette zweite Staffel, habe ich auch schon durch. Hat mich wieder wahnsinnig gut unterhalten. Also, es ist wirklich eine Serie, wo ich sagen muss, man will wirklich immer wissen, wie es weitergeht. Also wirklich, ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt keine Serie, wo ich sage, wow, hammer genial, best Serie ever. Nein, aber was einem geboten wird, macht Lust auf mehr. Das ist einfach Fakt. Für eine Serie, die Effekte genial und opulent und die Darsteller grandios, auch sehr viele bekannte Darsteller sind mit dabei basiert ja auf einer Buchreihe oder auf einem Buch, ich weiß es jetzt nicht genau, aber macht Lust auf mehr. Und hier ist es auch zum ersten Mal so, dass gegen Ende eine Schlacht stattfindet, auch sehr geil in Szene gesetzt. Die ja, Episodenführer und hier ein bisschen Anwärter auf den Thron, dass man ein bisschen kapiert, wohin die Reise eigentlich geht und wer hier wer ist. Und es ist am Anfang so ein bisschen schwierig zu kapieren, aber wenn man drin ist, weiß man es dann langsam und passt dann schon. Es ist schlicht gehalten, aber das reicht mir vollkommen. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und weil mir dies wahnsinnig gut gefallen hat, gab es natürlich auch für mich nichts anderes als die komplette dritte Staffel. Die kam gestern an. Was mich jetzt hier ein bisschen stört, ihr könnt ja den Unterschied jetzt sehen. Macht sich wieder wahnsinnig geil im Regal. Die erste Staffel ist genau wie die zweite aufgebaut und das ist hier jetzt die dritte mit einem Schuber. Sehr schön gemacht, wunderschön, gar keine Frage. Aber warum hat man das nicht im ersten und zweiten Teil dann auch so gemacht? Es ist ja nur die normale Blu-ray-Fassung. Ich habe keine Super Special Edition gekauft und nichts. Hier mit einem Drachenschatten auf dem durchsichtigen Schuber. Hier nochmal ein Schuber. Ein stabiler Schuber, der auch sehr schön aussieht, gar keine Frage. Und wirklich stabil ist. Und so sieht es dann aus im Endeffekt. Wie eben Staffel 2. So würde es sich doch dann besser im Regal machen. Ich werde den Schuber nicht wegwerfen, um Gottes Willen, das wäre ja Schwachsinn. Aber ich frage mich dann halt immer, warum macht man es dann doch ein bisschen opulenter als die ersten beiden Staffeln oder die erste Staffel? Das kotzt mich immer so an, dass gewisse Serien nie so fertiggestellt werden und genauso von Anfang bis Ende rausgebracht werden, dass es sich im Regal schön macht. Kapiere ich nicht, aber gut. Was soll's? Ich habe auch schon angefangen zu schauen. Ich bin jetzt bei Disc 2, Folge 3 und 4, glaube ich. Und ist wieder, ja, gefällt mir nach wie vor. Gefällt mir nach wie vor. Ich werde mir auch die vierte Staffel irgendwann zulegen. Die kommt ja jetzt diesen Monat raus. Da werde ich aber ein bisschen warten, weil es wird wahrscheinlich ein bisschen arg teuer werden. Mal wieder. Hier haben wir wieder Episodenführer und wahrscheinlich wieder ein bisschen Werbung.
Ja, aber wie gesagt, bisher gefällt mir die Serie sehr, sehr gut. Ich will auf jeden Fall dabei bleiben. Man muss auf solche Art von Serie stehen und Thematik ganz klar. Aber nachdem ich sie ja jahrelang gemieden habe, bin ich froh, dass ich sie jetzt doch in meiner Sammlung habe, Game of Thrones. So, und jetzt kommen wir zu den letzten beiden Sachen für heute. Das sind auch wieder zwei Serien. Fangen wir an. American Horror Story Coven, die komplette dritte Season, die sich ja um die Hexenthematik dreht. Ab 18, ja gut, ich sage jetzt mal so, die letzten beiden Discs sind ab 18, die anderen beiden sind ab 16, obwohl es da genauso blutig teilweise zugeht wie in der 18er Version, deswegen, oder in der 18er Disc, deswegen verstehe ich das nicht, aber gut, muss halt wohl so sein, ist aber egal, auf jeden Fall ist es Uncut. Allen voran muss ich sagen, also Jessica Lange und Kathy Bates, hammergeile Rollen, was die wieder spielen. Hammergeil. Allen voran Jessica Lange, die gefällt mir schon seit der ersten Staffel so richtig gut, was ihre Rollen betrifft. Es ist ja immer wieder was anderes, jede Staffel. Es ist ja keine auf sich aufeinanderbauende Reihe. Wobei die Macher ja sagen, es wird immer mal wieder ein bisschen Bezug genommen auf die anderen Staffeln, dass der Zuschauer auch sagen kann, ah, das gehört so und so zusammen und das gehört so und so zusammen. Aber von der Thematik und der Story her ist es immer was Neues mit meistens den gleichen Schauspielern. Kathy Bates, hammer geniale Rolle, die auch teilweise zum Schmunzeln anregt. Als, ja, wie soll ich sagen, ja, eine mordlustige Sklaventreiberin ist sie, war sie eben in den 18. Jahrhundert und wird dann in der von ihr wieder zum Leben erweckt, nachdem sie, das ist ja Angela Bassett, eine Voodoo-Königin, auch aus dem 18. Jahrhundert, die aber in die Neuzeit überlebt hat, weil sie unsterblich ist. Und sie ist die Oberhexe eines Hexenzirkels und erweckt Kathy Bates wieder zum Leben. Und die zwei Parteien sind sowieso miteinander verfeindet. Und teilweise muss ich sagen, hat es mich schon ein bisschen an so eine, ja, Soap erinnert. Ich meine, die Serie läuft nicht umsonst auf Six. Das ist ja so ein Frauensender in meinen Augen. Aber es ist eine coole Staffel. Mir gefällt Asylum nach wie vor am besten. Die hier ist wieder ein bisschen schwächer, finde ich. Aber kann man sich sehr gut anschauen. Auch wenn man das Ende jetzt nicht so zugesagt hat. Aber das ist egal. Auf jeden Fall, ich freue mich auch schon auf die vierte. Da ist Jessica Lange, glaube ich, zum letzten Mal mit dabei. Aber auch Kathy Bates und, glaube ich, Angela Bassett werden da auch wieder Rollen bekommen. Soweit ich das weiß, oder haben da Rollen übernommen. Also Jessica Lange gefällt mir am besten von allen Darstellern seit Beginn der ersten Staffel. Hammer. Hier, wie gesagt, Schuber, Innenausstattung schlicht. Wie gesagt, die letzten beiden Discs sind ab 18, die anderen beiden ab 16. Richtig gruselig ist es nicht. In meinen Augen zumindest, da war Asylum verstörender, sage ich jetzt mal, oder gruseliger, definitiv. Aber war trotzdem eine coole Staffel, kann man sich auf jeden Fall ins Regal stellen. American Horror Story. So, und jetzt kommen wir zur letzten Serie, die hat auch der DVD Madness, der Tom, vorgestellt. Ich komme da sowieso nicht dran vorbei, die Rede ist von Herzbube mit zwei Damen, Staffel 3. Normale kleine Sitcom für zwischendurch. Ich bin jetzt bei Disc 3 angelangt. Gefällt mir sehr gut. Das ist ja auch, glaube ich, die letzte Staffel mit den Ropers, den Vermietern, unsere drei Hauptcharaktere. Und das ist der beste Kumpel von ihm. Der taucht jetzt auch öfters auf und wohnt, glaube ich, sogar im selben Häuserblock. Und dann ab der vierten Staffel haben sie, glaube ich, neue Vermieter und auch unser Blondchen ist nicht mehr mit dabei. Aber wie gesagt, an das kann ich mich alles nicht mehr erinnern, das ist schon Jahre her. Ich hoffe, die Serie wird komplett fortgesetzt. Ich glaube, 9 Staffeln gibt es. Und macht Spaß, es anzuschauen. Also, es ist, ja, seichte Sitcom-Unterhaltung. Macht aber wahnsinnig viel Spaß. Ich hoffe auf die restlichen Staffeln. Gut, das war's jetzt von meiner Seite aus. Das ist meine Ausbeute für. Ja, heute sage ich jetzt mal, wer weiß, wann das nächste Update folgt. Denn ich will auch wieder ein bisschen kürzer treten, was Filme und Serien angeht.
Nur bei Game of Thrones und American Horror Story konnte ich mich eben nicht bremsen. Aber egal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude. Vielleicht war der ein oder andere Film für euch dabei. Oder die andere Serie, muss ich ja sagen. Ja, und wir sehen uns einfach, wie gehabt, beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen und ciao.